Leute, wir sind zurück. Trials of Mana mit Miku XT. Und im letzten Part haben wir Belladonna getroffen und die blöde Wand besiegt. Ich hatte mega Glück mit der Wand. Die KI hat sich nicht so dumm angestellt, wie ich gedacht habe, aber Willi und Ben waren doch schon stark. Und sonst hast du Laurentien zurückerobert. Richtig, wir gehen einfach weiter, ne? Würde ich sagen. Ja, dein nächstes Ziel ist der Heldenkönig, denn du musst natürlich herausfinden, wo der nächste Geist, der nächste Elementar auf dich wartet, ne? Wann kämpfen wir gegen unseren ersten Benevodona? Das dauert noch. Das dauert noch. Das kriegen wir, glaube ich, in dieser Session gar nicht so gesehen. Gut. So, dann hier sind wieder ein paar Haufen Zombies. Ja, es geht ja zum Glück schnell, ne? Jetzt. Ja, die gucken alle schon tot. Aber wir sollten alle Erfahrungspunkte mitnehmen, die wir kriegen, ne? Ja, komm. Manche sind halt nichts wert, ne? So ja, aber die bringen 200. Ja, stimmt. Zombies sind schon nice. Aber hier auf dem Weg nach unten kannst du Abkürzungen nehmen, zum Glück. Ah, auf dem Weg, gut. Dann kann ich abkürzen, muss ich mir merken. Guck mal, da, AOE-Zauber. Können die Gegner aber auch, guck, Wirbelhieb. Damit treffen die also im Umkreis. Ja, genau, ich weiß, so, tschüss. Aber auch nicht schick. 129? Ja, wir sind gleich Stufe 23. Sehr geil. Also, du siehst auf der Map, denn wenn eine Abkürzung ist, siehst du eigentlich direkt auf der Map. Gut. Alter, ist das die Elfin, die diesen AOE-Zauber kann? Ist kein AOE, ist einfach nur ein direkter Zauber. Ach so. So. Auf dem Gegner. Hat sie gelernt? Oh, genau, hast du gar nicht erzählt. Du hast offscreen nochmal deine Ausbildung gemacht. Genau, und da hat sie dann einige neue Fähigkeiten gelernt, die Elfin. Ja. So halt diesen. Richtig. So, ist das eine Abkürzung? Na. Kann sein. Wenn du jetzt hier runterspringst gleich, ist eine Abkürzung, ja. Ja, sehr schön. Ja. Okay, so langsam aber sicher können wir aufhören, die Gegner zu killen. Du kriegst halt quasi gar keine Erfahrung mehr. Nee, die bringen, glaube ich, wirklich keine Erfahrung mehr, diese Schnabel. Ah, doch, 238? Das ist nicht schlecht. Ja. Da, du kannst auch rechts einfach runtergehen, wo du läufst jetzt außen rum. Die Gegner. Die geben wenig Erfahrung, Alter. Ich will aber Level 23 haben und ich bin mit Kevin gleich Level 23. Achso. Guck. Stimmt. Nice. So, jetzt können wir den Rest, glaube ich, aber erstmal auslassen. Ja, die Abkürzungen sind nicht umsonst da, weißt du, weil war im Original auch schon die Schwäche eigentlich vom Original. Die Laufwege sind einmal so nervig. Ja, ich glaube, sie haben sich beim Original bestimmt gedacht, dass man dann noch levelt auf dem Weg. Ja, stimmt schon. Aber wenn es halt so gezwungen wirkt, ne? Ja, das stimmt. So, ein Punkt noch, dann haben wir Stärke soweit fertig und dann machen wir massiv Damage mit Alpha Kevin. Mhm. Machen wir ja jetzt schon bei diesem Nadelschnabel. Ich hasse seinen Namen, ne? So. Hier lang. Und da müssten wir auch schon wieder im Valsena? Valsena, da musst du ja erst hin. Mit dem Schiff, glaube ich. Oh oder Gott, schon wieder Schiff fahren. Wetten, der Typ zockt uns wieder ab, Alter. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh ja, aber du musst dir die Map mehr merken. Das ist ja das Gute. Du kriegst ein Gespür für die Oberwelt. Nikita! ニキータ、俺が誰か分かるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。お、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。 旅立ってからすぐにナバールは。
ビジューは大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは、ビジューが召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには、新たな呪術がかからないせいか、心を操られずに済んだのですが、力を握られてしまい、あの力を兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、 もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ううう、ジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな、ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、 ビジューもすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。俺たちは一刻も早く精霊たちを見つけてマナの剣を手に入れ、ジェシカの呪いを解く。ニキータはローラント城に事情を話して匿ってもらえ。はい、兄貴たちもお気をつけて。Deine Verbundenheit mit Nicolo hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Glücksfund. Gemeinsame Fähigkeit. Nicolo erhöht die Beuterate um 10%. Hm. Nice, kann man machen. Aber jetzt können wir erstmal das hier machen. Oh ja. Sachensamen. Richtig. Mal gucken, was es gibt. Einiges, ne? Ernsthaft? Nur Müll? Ja. Nur Müll. Und was kriegen wir aus denen? Hoffentlich was Besseres. Automüll. Teufelchenring? Ja, vielleicht ist er gut. Muss man gucken, ne? Gucken wir mal rein. Vielleicht hat der gute Miku recht und sagt und tut jetzt nur so, als wäre der richtig scheiße. Oh, hebt Frost- und Brandangriffe auf. Die Frage ist... Erhöht deine Magieabwehr, ne? Allgemein. Gut, sie hat eine starke Magieabwehr. So ist, glaube ich, gut, ne? Ja. Die beiden haben nämlich nicht einkaufen, so... Einkaufen brauchst du noch nicht, weil hat keinen Sinn. Gut. Also auf zum Schiff. Ja, auf zum Schiff. Lass dich wieder abzocken. Oh ja, komm. Soll ich mit ihr reden? Ja, nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, nein. Aber das Gute ist beim Schiff, wenn man Schiffsfahrt, weil du halt die... Weil du musst halt ein Gespür für die Oberwelt entwickeln, weil du später schwimmen kannst, ne? Hab ich dir schon mal gesagt. Richtig. Ist halt sehr wichtig, dass du da was erfährst. Ganz gleich wie viele Passagiere, die Fahrt ist kostenlos, komm an Bord. Ja, jetzt zockt er uns nicht ab, du Mizzet, Alter. Alle an Bord. Ist klar, du Huan. Erst zockt er uns so 1000 Lucre ab und jetzt dürfen wir kostenlos mitfahren. Sei doch mal froh. Ich bin froh. Dass er mal so nett ist. Ja, und beim nächsten Mal 600 Lucre. Beim nächsten Mal zahlst du einfach den doppelten Preis. Ja, eben. Also ich soll das nicht überspringen laut Miku, sondern mir die Karte angucken. Ja, da kann, halt einfach nur aus dem Grund, ne, damit du ein bisschen mehr lernst, wie die Map aussieht. Die Karte ist voll interessant. Ich sehe Wasser. Ja. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Auch sehr gut. Ah, da ist eine Insel. Guck mal, wie soll ich ein Gespür für die Karte kriegen, wenn der Nebel die Karte verdeckt? Stimmt. Und warum schwimmt Kevin jetzt nicht? Und warum hat er eine Maske auf? So, gleich sind wir wieder im Valsena, glaube ich, ne? Ja, bestimmt. Da drüben müsste es jetzt gleich sein. Nice. Und dann den Heldenkönig abzocken. Wir haben den Djinn. Du gibst uns dafür jetzt das, was wir haben wollen. Eben. Wir wollen Ries. So, schön. Warte mal, war Sina nicht eben links? Nee, das war doch die andere Stadt. Da, glaube ich. Nein, dein Schiff ist falsch abgebogen.
Mada tsukanai no ka? Oira funayoi shita. Was zum Teufel geht jetzt ab? Kommen wir, wird das jetzt zu einem Horrorspiel oder was? Ja, kann man so sagen. Oh, ich hab Angst. Was haben wir hier? Danke, Charlotte, dass du genau das sagst, was ich vor 3 Sekunden gesagt habe. Hier ist nichts. Ha, ich wusste es. Zombies? Was? Pass doch. Jetzt sag nicht, das ist die Crew. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, ne? Aber ist doch nett, dass du die Fahrt kostenlos bekommen hast. Ja, super. Hätte ich drauf verzichten können. So, auf jeden Fall. Wenigstens gibt's Geld. Ja, stimmt. Ja, ich will die Tür öffnen. Genau, Rudi. Mach einen auf diesen. Ja, ist klar. Ja. Ist ein Zombie. Nice, Alter. Hi, Rudi. Was läuft? Ausrüstung. Ich brauch den Scheibendolch nicht mehr. Na, nee. Kann weg. Duellgewand brauch ich auch nicht mehr. Lederhalsband brauche ich nicht mehr und Zikadenohrring auch nicht. Nee. Schick, Geld. Haben wir hier irgendwas Geiles? Handaxt, kann keiner von uns tragen. Nee. Das sind Wurfgegenstände, brauchst du eigentlich gar nicht kaufen. Habe ich gerade auch gemerkt, ja. Soll ich noch ein paar Engelskelche mit? Ich habe 28. Nee, kauf nur mal 2 Honigelixiere, dann hast du wieder 9 dabei. Gut. Ach, weißt du was? Gönn dir. Gönn, ja, die kosten halt nichts, ne? Nee, das stimmt. Das kostet halt einfach alles nichts. ist halt wirklich billig, ne? Nee, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe das verkauft. Oh, echt jetzt? Ja, aber es kostet halt trotzdem. Stimmt. Es kostet halt trotzdem nichts. Ich nehme 50 mit. Schoko. Schoko ist schon ein bisschen teurer. Ja. Honigelixiere sind sehr teuer. Mein Gott, 20. So, ist egal, ja. Ja, aber es geht ja, halt eigentlich. Ich könnte die Bonbons halt noch voll machen. Bisschen Sternkraut würde ich vielleicht holen. Das heilt ja auch alle Statuseffekte. Ah, cool. Heilkraut. Nee. Hebt alle Magieeffekte eines Verbündeten auf. Nee, das brauchst du nicht. Gut, brauche ich nicht. Weg damit. Ich habe es gerade mit Heilkraut verwechselt. Heilkräuter, sagst du, soll ich noch ein paar mitnehmen? Nee, hast du ja. Und Feennuss habe ich 10. Naja, jetzt habe ich 50 Bonbons. Ich nehme nochmal dann 5 Schokolade mit, dann habe ich 30. Passt. Ja. Haben wir jetzt zwar, habe ich jetzt zwar aus Versehen was verkauft, aber wir hatten so viel Geld, das ist eh irrelevant. Genau. Erst. So viel Geld. Auf jeden Fall erstmal. Wenn du vielleicht kaufen kannst, wirst du dann wahrscheinlich nicht kaufen können, aber ist egal. Ach, da wird gefarmt. Fertig. Ah, okay. Einfach ein paar Gegner killen, dann hast du das wieder drin, ne? Ja, genau! Yo, was geht mit dem Schleim ab, Alter? So, das war's. Tschüss. Sei froh, dass sie sich verdoppeln, wie in Secret of Mana. Guck mal hier. Lucre gibt's halt 138 pro Kampf.
Mach mal 30 Kämpfe und dann hast du das Geld wieder drin. Passt. So, oh, gibt's hier was? Der Titel lautet Buch des Blutes. Du hast das Buch ins Regal gestellt. Okay. Ja. Schriftrolle der Sterne. Aus dem Buch sind genau. Die Schriftrolle der Sterne lässt Monster spawnen. Okay. Man denkt halt zuerst, das sollte die Schriftrolle, das Buch des Blutes machen, aber nein. Nee. Kann ich hier nicht rein? Eigentlich schon, aber... Eigentlich schon. Warte. Vielleicht, weil ich vergiftet bin, ne? Ja. Aber es ist sehr atmosphärisch hier, ne? Das ist hier gruselig. Ich fand es im Original tatsächlich sogar noch gruseliger. Echt, das ist noch... Oh, guck mal hier. Ich hab ein AOE-Heal. Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber halt keine Vergiftung. Nee, leider nicht. Oder? Nee, ich kann hier nicht rein. Ja, Vergiftung ist wahrscheinlich abgeklungen. Nee, dann geh umgucken. Dort steht, stellt das Buch des Blutes, das Tagebuch des Todes, den Folianten des Fluches und das Druckwerk der Dämmerung ins Regal. Ja. Dann wissen wir ja, was wir jetzt tun sollen. Einfach erstmal die Räume alle abchecken. Richtig. Ach komm! Ich hab mich gerade so gefreut! Oh wow, ein Schatz. Jetzt reicht's mir aber! In die Fresse. Ja! Also das ist echt scheiße! Und jetzt krieg ich nicht mal was dafür! Oh doch, ein Goldsachensamen! Ja. Tagebuch des Todes. Gut, das hat geklappt. Ja, natürlich. Mr. Zombie-Motherfucker, Alter. Das ist schon nice, oder? Jetzt wurde Trials of Mana jetzt zu einem Horrorspiel, Alter. Nice. Ein Horrortrip. Kettenhandschuh, Kriegshammer, Heizahn verstärkt uns alles. Ach nee, Heizahn haben wir schon, genau. Ja, das war's. Sehr schön. Den kannst du hier nicht kaufen. Ich kann den Rest noch verkaufen. Ja, stimmt. Brauchst du ja nicht. Richtig. So, perfekt, wieder raus. Aber ist gut, dass du alle Räume abguckst, weil das musst du ja sowieso. Eben. So, was haben wir hier? Text des Tageslichts. Nein. Ach was, ich nehme den Mob einfach mit. Ist mir egal. Weil ich möchte das Geld und die Erfahrungspunkte haben. Ich denke daran, dass die Bücher sich zurücksetzen, ne, alle? Wenn du das machst. Die setzen sich tatsächlich zurück? Soweit ich das in Erinnerung habe, setzen sie sich zurück, ja. Okay, gucke ich gleich sofort. Weil du das falsche Buch reingestellt hast. Nee, hier müssen wir... Ja, nee, die setzen sich nicht zurück. Okay, gut, dann habe ich das wahrscheinlich falsche Erinnerung. Ist aber gut für uns. Dann können wir nämlich leveln. Dann kann es sein, dass es im Original so war. Weil da bin ich ein bisschen länger dran geblieben. Ja, das kann sein. Vielleicht haben sie das hier auch entfernt, des Pacings willen, ne? Mhm. So, Kettenweste haben wir schon. Guck mal, reicht doch alles für die Ausrüstung. Stimmt. Ja, sei froh, dass du nicht so viel verkauft hast. Ja, du hast schon recht. Schon. So, Popois Gewand kann jetzt weg. Jo. Gut, mehr brauchen wir nicht, das war's. So, und jetzt suchen wir die restlichen Bücher. Hier ist nichts. Bis auf den Bonbon. Oh ja, genau. Kita-Pult. Eisschmetterer. Ja, ist mir egal. Diese ekligen Geister. Dauerkratzer. Ja, dann heil dich doch, Elfin, Alter. Was ist los mit dir? Du kannst doch heilendes Licht plus. AOE-Zauber. Nein. So, das war's. Nice. So, was haben wir hier? Druckwerk der Dämmerung. Ja, das müssen wir sogar reinstellen.
Merkt ihr einfach, alles Böse muss im Schrank. Ja, gut. Alle Bücher, die böse klingen. Das macht Sinn, ne? Ja. So, aber uns fehlen noch ein paar Bücher. Hier haben wir eine Schatztruhe, 666 Lucre. Ja, natürlich genau, natürlich die Zahl des Teufels, ne? Ist klar. Ich finde das aber, dieses Detail finde ich schon nice. Ist schon echt witzig, ja. Schöne Anekdote auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Hier ist kein Buch mehr. Auch nicht. Da. Folianten. Foliant des Fluches. Wechsel zu Hawkeye. Wechsel zu Hawkeye. Gut. Du hast gesehen, warum. Nanda koryo? Koukai ni shi.気持ち悪い。こんにちは。どうも。私、幽霊マニアのマドアローと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも。さようなら。 どうしたんだよ。待ってくれよ。なんじゃいこりゃ。死にたくねえ。まだ死にたくねえよ。うるさいわね。死んだわけじゃないわよ。落ち着いて。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても。 逃げたな。みんなひどいよ。どっちもどっちだと思うけどな。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちまったか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残された。みんなで探しましょう。頼むよ。 もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。 Ernsthaft, Martello, Alter? Oh, scheiße! Verstehst du jetzt? Du bist jetzt ohne Eid, du verlierst das Gruppenmitglied, was du gerade steuerst. Und ich hab mir gedacht so, ich glaube nicht, dass du deinen stärksten Kämpfer mitsamt deiner Heilerin gleich verlieren möchtest. Scheiße, Alter. Aber ich kann doch wechseln, oder? Wenn ich zu ihm reingehe. Ich glaube, hier im Spiel kannst du wechseln, ja. Aber ich glaube, im Original war das nicht so. Deswegen habe ich gedacht, so lasse ich es lieber so. Ich wechsle lieber vorher. Nicht, dass es nachher doch geht. Nicht, doch nicht geht. Man weiß es ja nicht. Eben. Da müssen wir jetzt wohl den suchen, der den Fluch auslöst. Ja. Weil ich glaube, Martello, dieser Huan, ne? Martello ist so ein richtiger Huan, ne? Was ich mit dem dann passiert? Wegen des Stimmen lachen, Alter. Ja, ich auch. Das ist nur irgend so ein billiger Stimmverzerrer, Alter. Du hast einfach so ein... Ja, eben. Das kannst du mit Outer City halt machen, ne? Ja. Oh, scheiße, ich muss aufpassen. Ich habe ja jetzt Hawkeye nicht mehr, der auch angreifen kann. Mhm. Wie wär's mal, Elfin, wenn du heilst? Weil ich glaube, die Heilung wird's halt lieber nicht da stehen lassen, ne? Ich glaube auch nicht, nee. So, famose Faust. Ach, das ist sogar ein Ghoul, Alter. Ja, das sind nicht mehr nur normale Zombies. Jetzt rasten sie ja schon mit Ghoulen aus, oder was? Ernsthaft? Schon wieder vergiftet? Wunderschön. Ja, du hast Heilmittel. Kannst auch kurz Shortcut einfach einsetzen. Heilkraut. Hast ja recht, ich habe ja die Shortcuts. Ja.
Oh, das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist. Oh, oh Mann! Das ist ja jetzt schon fast wie Resident Evil, Alter. Das ist schon cool, ne? Das ist halt schon richtig nice. Guck mal, manchmal ist die KI doch zu blöd zum Kacken, Alter. Hallo, wie wär's mal mit einem Heal? Musst du da wohl einsetzen. Die Poltertruhen sind aber auch stark, da musst du mal extra aufpassen. Die können leicht einen Crit machen. So, Poltertruhe ist dead. Ich verwechsel immer noch ab und zu die Tasten. Wenn du irgendwo mal Bullauge Fenster siehst, sag Bescheid, dann guck da mal raus. Bullauge? Okay. Ja, also, ich sag mal so, im Original war das so. Ich glaube, im Remake kam auch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau was. Aber im Original war es so, du guckst im Schiff aus dem Bullauge raus und dann guckt dir ein Skelett entgegen. Oh, nice. Das muss ich ausprobieren. Deswegen halt der Ausschau nach Bullaugen. So, damit hätten wir das eingesackt. Da links ist eine Truhe, die kannst du von der Seite holen. Genau, dann gehen wir erstmal zur anderen Seite. Aber ich mag dieses Setting hier sehr. Das hat mir sehr gefallen. Ich muss sagen, ich mag das Setting auch sehr gerne. Von diesem fröhlichen Helmspiel zu diesem düsteren Horrorgame, Alter. Ja, ich war sehr erstaunt im Original. Fehlt da jetzt auch nur noch Blut, ne? Ja. Ich war wirklich sehr geflasht. Als das im Original passierte, weil in der Sprite-Optik ist es halt, kommt es halt ein bisschen böser rüber, ne? Ja, natürlich. Ist normal. Vor allem mit dem Herzschlag im Hintergrund. Das war ziemlich krass. Das hat mich begeistert. Tut es mich hier auch gerade? So, das war's mit dem Ghoul, Alter. Es hat sich ausgeghoult. Ausgeghoult. Es geht noch weiter nach oben. Dann müssten wir jetzt gleich bei den Bullaugen ankommen. Ja, da sind sie. Ja, genau. Ach nee, die heilen ja nicht, die Silbernen, die lassen das. Ab irgendeinen kannst du ansprechen auf jeden Fall. Gut. Ich weiß aber nicht welchen. Dann wir probieren es halt aus. Wenn du gucken, kannst du hier noch. Ja, ich habe noch 3 Minuten oder so. Speichern wir gleich. Ja. Aber bis zum nächsten Stern läuft nicht mehr. Nee, das mache ich nicht mehr. Wir gucken uns jetzt noch die Bullaugen an. Ja, irgendeiner. Ja, hier. Da. Moment mal. Hat da gerade jemand durch das Fenster geschaut? Oh, toll! Okay. Also, ich dachte, jetzt kommt ein Skelett oder sowas. Muss man, wenn man es nochmal ansprechen kann, versuch mal. Eigentlich normalerweise sollte ein Skelett reingucken. Also, im Original war es zumindest so. Oder es war das falsche Bullauge, ne? Ich guck nochmal hier. So ein, nee. Wir haben ja noch dann auf der anderen Seite welche. Stimmt. Nee, leider nicht. Ja, dann beschwört er. Dann ist das ein Easter Egg, dass die Monster halt beschwören. Ja, genau. So, dann auf zum Speicherpunkt. Da kannst du noch rein. Da kann ich noch rein? Alles klar. Ja, da ist ja nicht der Stern. Da kannst du noch alles mal. Alles nochmal wegrasieren. Ha, ich kann sogar in der Luft ausweichen. Oh, lel. Ja. Das ist ja wirklich wie Kingdom Hearts. Weißt du, was jetzt gerade scheiße ist? Ich töte die ganzen Gegner und rate mal, wer keine Erfahrungspunkte bekommt. Ja. Heile deine. Mach die Vergiftung doch weg. Ja, ich bin ja schon dabei. Das triggert. So, nee, gut. Ja, Leute. Ja, aber jetzt kannst du den Part beenden. Das ist Ende jetzt. Richtig, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Was für ein ereignisreicher Part. Wir sind jetzt auf einem Horrorschiff gelandet. Und jetzt ist auch klar, warum die Fahrt kostenlos war. Ja. Super. Wer hätte es gedacht? Dann lieber Geld bezahlen, ne? Ja, eben. Dann hätte ich lieber 1000 Lucre bezahlt. Aber, Leute, im nächsten Part werden wir schauen, was hinter diesem Stern auf uns wartet. Like dieses Video, abonniert unsere beiden Kanäle. Bei Miku spielen wir gerade mit Majora's Mask. Schaut rein, ist richtig nices Projekt. Richtig witzig und so. Mhm. In der Huan-Timeline natürlich. Aktiviert die Glocke bei uns beiden, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder was auch immer. Und bis dann. Ciao.